Ja. Ja, mein Lieber, ich freue mich, dass wir hier zusammenkommen. Wir sind schon ganz lange Freunde und ich hatte mir gewünscht, dass du uns so ein kleines Vorspiel für unser Gespräch machst. Wir sind beide sehr unterschiedlich. Wir kommen aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Ich bin Wissenschaftler, Biologe, Neurobiologe oder wenn man das auch will, kann man das Hirnforscher nennen. Und du bist Künstler sozusagen, aber einer, der es mit der Seele betreibt, also kein Ausübender von Kunst, sondern einer, bei dem die Kunst sozusagen als inneres Bedürfnis herausfließt. So habe ich dich immer wahrgenommen. Und ich habe dich eingeladen oder wir beide haben uns verabredet für dieses Gespräch, weil wir beide spüren, dass zwei wie wir zusammengehören. Dass es nicht geht, dass man, so wie ich das im größten Teil meines wissenschaftlichen Lebens gemacht habe, alles in seine Einzelteile zerlegt. Dann läuft man Gefahr, dass man am Ende lauter Einzelteile hat und die nicht wieder zusammenkriegt. Und dass man deshalb auch diese andere Seite in unserem Erkenntnissystem braucht, die darin besteht, Methoden und Möglichkeiten zu finden, das Vereinzelte wieder zusammenzuführen. Und das, glaube ich, ist die Kunst. Und deshalb danke, dass du mit dabei bist und dass wir uns einfach ein bisschen zu diesen Fragen austauschen können. Ist das so, dass du das genauso erlebst und empfindest, dass du sagst, also in einer gewissen Weise sage ich ja, ich wäre auch gerne ein Künstler. Ist das auch so, dass du für dich sagst, ich wäre auch gerne ein Wissenschaftler? Vielen Dank für diese gute Frage, Gerald. Es ist tatsächlich ganz genau charakterisiert, was du begonnen hast. Und am liebsten würde ich dich einladen, wenn ich sterbe, dass du eine Grabesrede hältst. Bitte Können nicht. wir das vereinbaren jetzt? Weil es ist ja wichtig, wenn man an den Coda, an den Schluss des Lebens gelangt, dass die Charakterisierung stimmt. Es wird ja oft vieles gesagt, wenn jemand stirbt, aber ich frage mich, wie der Empfindende das jetzt beiwohnt aus einer anderen Perspektive. Nun, jetzt aber halbwegs Spaß beiseite. Richtig. Eigentlich ist mein tiefes Bestreben, einzutauchen in diese wunderbare, unberechenbare irgendwo Kunst mit dem ganz genauen Blick, mit Erkenntnisblick, um zu versuchen, die ganzen organischen Prozesse, die sich da abspielen, wahrzunehmen. Und indem man das tut, ist man schon am Zerlegen. Also ich habe eigentlich in diesen Jahren eine Methode entwickelt, wo ich, das heißt disruptive Methode, wo ich Werke nicht einfach spiele, vielleicht spiele ich vorher einmal durch, aber dann lade ich meine Zuhörer auf eine Entdeckungsreise, in der ich das zerlege, ich spiele und ich werde nachher zeigen, die Methode. Ich spiele, unterbreche und richte die Aufmerksamkeit auf die genauen Prozesse, organisch, wie sie sich in Meisterwerken entwickeln. Erst danach wird gespielt und dann hört man ganz anderes und man kann dann eintreten in das Lebensgefüge des Meisterwerks. Ja, das finde ich richtig schön, wie du das beschreibst. Und es macht ja auch deutlich, dass wir ein komplexes Phänomen nur als Ganzes wahrnehmen können, ja. Aber wenn wir es verstehen wollen, müssen wir uns sozusagen
das vornehmen und müssen es ein bisschen analysieren, müssen es auch ein bisschen dabei zerlegen in seine Einzelteile. Und das ist offenbar eine Möglichkeit, zu einer Erkenntnis zu kommen, dass man das Ding zerlegt und es betrachtet, es zum Objekt der Erkenntnissuche macht. Und die andere Möglichkeit ist, und das ist die Erkenntnismöglichkeit, die wir seit der Aufklärung, glaube ich, sehr intensiv betrieben haben. Genau. Da haben wir gedacht, sozusagen durch dieses Vorgehen mit Hilfe der nackten Vernunft könne man alles so zerlegen und so erkennen und wieder zusammenfügen, dass man alle Probleme dieser Welt damit löst. Das war damals verständlich, dass man sich erstmal so aufgemacht hat. Ist ja auch am Anfang viel rausgekommen dabei. Und doch merken wir heute am gegenwärtigen Zustand der Welt, dass das irgendwie nur die Hälfte gewesen ist von dem, was uns als Menschen zur Gewinnung von Erkenntnissen zur Verfügung steht. Denn die nackte Vernunft hat noch keine Menschlichkeit. Es gibt unglaublich viele Leute, die mit sehr viel Rationalität und kognitiven Fähigkeiten, die sie sich zum Teil auch auf unseren besten Schulen und Universitäten angeeignet haben, am Ende dazu beitragen, dass diese Welt so ruiniert wird, wie sie im Augenblick ist. Als Kriegstreiber, als Waffendealer, als Drogenhändler und als Politiker mit sonderbaren Ambitionen. Also kognitive Leistungsfähigkeit per se ist kein Zeichen von Menschlichkeit und wird uns auch nicht weiterhelfen. Die andere Hälfte, das ist das, was du da so findest und was in der Kunst verborgen ist, das ist, dass es neben diesen kognitiven Fähigkeiten auch die Möglichkeit geben muss, das sich mit dem, was man tut, zu verbinden. Genau. Und das ist dann das Leben. Das ist dann plötzlich was anderes. Als kognitiver Forscher verbinde ich mich mit meinen eigenen Ideen. Als Künstler verbinde ich mich mit dem, was in der Welt mich berührt. Jedenfalls denke ich, dass das so ist. Und Musik ist vielleicht das, was am stärksten in der Lage ist, uns zu berühren. Und deshalb ist das so spannend, was du da machst. Ja, und ich würde sogar aufpassen, wenn man sagt, Musik kommt heute alles Mögliche hoch bei den verschiedenen Menschen. Ich konzentriere mich wirklich auf die Meisterwerke der polyphonen abendländischen Musik. Also weil da diese Polyphonie, diese Mehrstimmigkeit erzeugt schon seine Simplexity, würde ich sagen. Etwas, was durchsichtig ist, sehr komplex, aber dennoch, wenn man zuhört, man ist immer in einem Zustand innerlich, wo man sagt, ja, 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 macht Sinn. Also alles ist schwanger mit Sinn. Es entwickelt sich Sinnvolles dauernd vor einem inneren Ohren sozusagen und Gefühl. Und du sagst jetzt diese, ja, einseitig vielleicht getriebene Erkenntnisfähigkeit, die wir uns so, also bis solche unglaublichen Perfektion einerseits angeeignet haben oder entwickelt haben, sie schreit nach einem, wie soll ich sagen, nach einem Sprung ins Herz. Weil die Herz als Grundlage in Erlebniszone der großen Meisterwerke, ohne Herz ist unmöglich einzusteigen, denn die großen Meisterwerke sind eigentlich Gefühlskathedralen, also könnte ich sagen, also man merkt, das ist eine Gefühlsarchitektur, die einen aber verschlossen bleibt, wenn man nicht, wie ich sage, wissenschaftlich ins Detail geht. Das heißt, man muss sich hineinüben und jede Phrase, jede Zusammenhänge der Themen richtig hören und zulassen, dass es auf einen wirkt. Denn meistens, was passiert, wenn man zuhört? Man reagiert. Die Menschen reagieren mit Sympathie oder Antipathie. Und damit bleibt man schon draußen von der Kunst. Die Kunst kann nur wirken, wenn man bedingungslos sozusagen hineinspringen will. Das heißt, man muss nicht mögen oder was auch, sondern man muss sich einlassen auf etwas völlig Neues, wenn auch alte Musik ist. Das ist ganz egal, weil wenn man richtig zuhört, wird etwas Altes plötzlich ganz gegenwärtig und ganz modern.
Und in diese Richtung verfolge ich seit Jahrzehnten mein Ziel, nämlich, jetzt aufpassen, Umpositionierung der Kunst in der Gesellschaft. Ich sehe Kunst in große Gefahr, große Kunst, dass sie verfällt in eine Unterhaltungsszene und dann nur noch Programme so gestaltet werden, dass die Menschen unterhalten werden, mag das auf sehr hohem Niveau ästhetisch sein, egal. Es wird als Unterhaltung gehandhabt und dann damit entgeht die wahnsinnige Potenz und Kraft der Kunst, die eigentlich den Menschen an seinen eigenen, wie soll ich sagen, Abgrund führen kann oder soll, nach Rilke. Also man kommt an seinen eigenen Abgrund und dort fängt das wirkliche Erkenntnisleben erst an, wo man nicht in Illusionen hängt, sondern, aber eben, wenn man den Menschen sagt, du weißt ja, wenn man sagt, hey, du hast ein Problem, die sagen sofort, nein, ich habe kein Problem und schließen sich zu. Aber wenn man auf der Musik reiten will und man macht einen kreativen Umweg damit, dann vergessen die Leute zunächst mal, wer sie sind, deren hierarchische Stellung in der Gesellschaft, wie sie wichtig sind und all das. Sie werden quasi wie Kinder, indem sie etwas Wunderschönes betreten, was Neues erleben und dort gibt es die Chance, dass plötzlich Pandoras Büchse auf eine andere Art geöffnet wird, nicht auf die brutale, wie das jetzt gerade geschieht in ganzer Welt, die voller Angst und Unsicherheit und was es alles gibt heute nach der C-Krise. Weißt du, was ich beobachte, womit wir wirklich verbunden sind in unserer gegenwärtigen, etwas verrückten Welt, sind die verrückten Vorstellungen und Ideen, die wir haben. Das ist das, was ich damit meine. Das ist eine Art kognitive Hypertrophie. Und wir haben Ideen im Kopf, Vorstellungen, wie es zu werden hat. Und die Musik, so empfinde ich das, oder die Kunst, bietet uns die Möglichkeit, diese Ideen zurückzustellen, weil kognitiv lässt sich die Kunst nicht begreifen. Du sagst es ganz richtig, das geht nur mit dem Herzen. Und indem ich mich sozusagen mit dem Herzen öffne für das, was mir diese Musik da sagt, lasse ich mich berühren. Da komme ich wieder in Berührung mit etwas, was meine kognitiven Fähigkeiten mir niemals erlauben, nämlich mit meinen wahrhaftigen, lebendigen Bedürfnissen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass diese Musik, die das besonders gut kann, dass sie Menschen so im Inneren berührt, das ist eine besondere Musik. Also Unterhaltungsmusik kann das nicht sein, die befriedigt meistens irgendwas anderes. Marschmusik und Trommelmusik kann es auch nicht sein, die ist auch für einen anderen Zweck. Also Musik kann auch instrumentalisiert werden, aber es gibt einen Bereich der Musik, der so direkt ans Herz geht und den kann nur jemand, solche Musik kann nur jemand erfinden, der mit diesem lebendigen Anteil in sich selbst verbunden ist. Das ist das, was ich glaube, was du meinst, wenn du sagst, wenn ich solche Musik schreibe oder solche Musik komponiere, dann ist das eine Art von ein Akt der Hingabe, in dem ich mich selbst verliere. Solange ich nur überlege, was dem Publikum gut gefällt, wird das keine Musik, sondern das wird eben irgendwas. Wunderbar. Und umgekehrt finde ich es aber auch so spannend, dass der Zuhörer im Konzert oder zu Hause, wo immer er das hört, eigentlich nur in diese Musik richtig reinfindet, wenn er sich berühren lässt davon. Genau. Und damit musst du dich wieder verbinden. Und das bringt mich dahin, dass es, dann finde ich das auch wieder schön, dass man das kognitiv erklären kann, warum das ans Herz geht. Ja, du hast diesen Zimmer hier nebenan, als ich dich mit einer C-Dur-Fuge von Bach durchgegeigt habe. Ich denke noch immer daran zurück, diesen Moment, erinnerst du dich? Ja. Man kann einerseits wirklich schon direkt herantreten an diese Erlebnisse, wenn man weiß, auf der anderen Seite ist schon der Weg freigeschaffen, dass man nicht nur reagiert. Aber weißt du, du sagst, ich versuche ganz genau zu unterscheiden zwischen Gefühl und Emotion. Oder Sentimentalität. Also Emotionen sind schon fertige Gebilde, innere, die immer nur hochkommen mit einem Knopfdruck so zusammen. Während Gefühl ist etwas Aktives, womit man eintaucht in etwas Neues. Und dieses
diese Grenze zu überwinden, dass man nicht nur reagiert, denn Unterhaltung ist eben reagieren. Man hat seine, ich weiß nicht, Helden in dieser oder andere Branche, die man dann immer wieder hört und so, nebenan, so im Hintergrund. Aber bei der Musik, sie verlangt, große Musik, also komplexe, große, klassische Meisterwerke, sie verlangen totale Aufmerksamkeit. Es geht nicht so nebenan. Es geht nicht. Das ist wieder reagieren. Man muss oder man möge diesen Schritt machen, dass man einsteigt völlig offen und sieht, ob man innerlich gestaltet wird durch diese Erlebnisse. Aber Miha, das ist ja das, was so schwer ist. Sobald wir sagen, du brauchst fokussierte Aufmerksamkeit, da denken die meisten Leute, sie müssen das jetzt kognitiv analysieren, was du da spielst. Ja, aber deswegen diese Art von Aufmerksamkeit, die du aber brauchst, ist eine Aufmerksamkeit, mit der du dich dem, was passiert, zuwendest, ohne es zu bewerten, ja. ohne mitzudenken. Ja. Wo du dich zuwendest und es zu verstehen versucht und in dich reinzulassen versucht mit einer ganz hohen Aufmerksamkeit, aber nicht mit diesem analytischen Verstand, dass jetzt nach diesem Ton der zu kommen hat und dass nach diesem Takt erstmal jener zu kommen. Ja, das ist also dann, keine das Musikologie. Ich mache keine Musikologie mit Menschen, ich mache Phänomenologie. Ja, ja. Ganz einfach, so dass jeder sofort Erlebnis hat. Erlebnis, Wahrnehmung und Erlebnis, dass sie kommen einem entgegen und dass man sie erfassen kann. Wir sprechen hier über eine Schwelle. Hier ist eine Schwelle, wo man entweder zurückbleibt, passiv, oder wo man sich entschließt, aktiv rüberzutreten und was Neues zu erleben, oder? Ja, und ich erinnere mich, dass du mir auch mal erklärt hast, dass in der Musik, also vor allen Dingen in den Symphonien, etwas gemacht wird, was man eigentlich so auf den ersten Blick gar nicht glaubt und dann auf eine wundervolle Weise zum Ausdruck kommt, nämlich, dass hier ein Meister, der das geschrieben hat, uns hilft zu lernen, mit gewissen Problemen im Leben umzugehen und Lösungen zu finden. Das hat mich so fasziniert. Also, weil das haben wir haben ständig Probleme und suchen nach Lösungen. Ja. Und dass ich mir eine Symphonie anhören kann, aber und dann plötzlich merke, hey, das fängt irgendwie nett an und dann verliert es sich. Und das kannst du wahrscheinlich noch viel besser erklären als ich und vielleicht sogar ein Beispiel. Also das ist ja unglaublich, dass wir sozusagen lernen können, wie man Probleme löst, indem wir mit hoher Aufmerksamkeit zuhören, was die Musik uns sagt. Also. Ja, siehst du, ich muss jetzt etwas sagen, weil die Musiker, Profis werden jetzt sagen, halt, Musik kann man nicht erklären. Und sage ich zugleich, ja, das stimmt. Also man bewegt sich hier in einem Dilemma. Nämlich, sobald man anfängt, etwas zu erklären, in Anführung, ist man schon daneben. Trotzdem sage ich, es lohnt sich, auf die Zone oder auf die Schicht hinzustreben, in der sich hohe Musik abspielt. Das ist nämlich eine urbildliche Schicht, wo die bestimmte Gestik der Musik zugleich auch in anderen Erlebnisbereichen gefunden werden können. Ich kann das ganz kurz demonstrieren, dann können wir über diesen Weg kommen. Ganz kurz. Zum Beispiel, erinnerst du dich genau das, was ich für dich hier gespielt habe in meinem Geburtszimmer hier in Slowenien? Das ist eine Fuge, sie fängt so an. Schau mal, wenn man jetzt nur einfach so hinhört, ja, man kommt in den Strom und es ist schön, es ist sinnvoll, es ist wunderbar. Man kann einfach zuhören, so sich überlassen. Man wird gezogen von Musik. Man kann aber auch zugleich, so wie der Künstler selber, der spielt, ist man total identifiziert mit was man tut, aber zugleich Beobachter. Also das nenne ich eine positive Schizophrenie. Man ist gespalten in zwei Personen. Eine ist total drin und die andere beobachtet und macht sicher, dass keine Fehler entstehen und so. Verstehst du? Also diese
diese zwei Aspekte in einen, das ist, was ich dann helfe zu übertragen an Zuhörer. Denn, wie hat es begonnen? Was war der Anfang? So, das ist das. Ist doch deutlich, ist eine musikalische Linie Entschluss. Jetzt geht's in diese Richtung. Das ist die Richtung. Horizont, Vision. Ja, ist das klar? Also man spürt eine bestimmte Energie, hinter der steckt schon die ganze Fuge, von Anfang bis zu Ende. Aber das im Leben, jetzt, was du sagst, im Leben wissen wir, dass wir alle Ideen haben, alle wollen wir alles Mögliche machen im Leben, oder? Und es gibt Führungskräfte, die wollen das durchsetzen, aber dann sagen sie, und andere sagen, so what? Jetzt ist schon wieder eine neue Führungskraft. Den warten wir, bis der andere kommt, dann wird er was anderes. Verstehst du? Also, wenn man das anfängt, was muss dann passieren? Siehst du, im zweiten Schritt ist so. Wow! Ja, im zweiten Schritt wird nicht nur Richtung gegeben, sondern alles, was oben ist, alles, was unten ist, muss inspiriert werden, hereingeholt werden, ja, motiviert werden, wie auch. Ne? Also das ist der zweite Schritt, aber das ist noch immer nicht alles. Was jetzt? Jetzt muss das Zeug auf den Boden. Kommt der nächste. Also man hört, das sind die Schritte, das ist ein Schluss. Ja, jetzt sage ich dir, wenn ich diese Fuge spiele und du hast nur den Motiv, den ersten Motiv erlebt, genau präzise, was da für Kräfte sind, dann kannst du die ganze Fuge anders erleben. Weil dann hast du ein Tool, ein Griff. Und was ist dieser Griff? Ja, das ist der Urbild der Führung. Man muss wirklich eine flammende Vision haben. Und dann muss man die Fähigkeit, soziale Fähigkeit haben, alle reinzuholen. Und dann muss man Mut haben, ins Null zu steigen. Auch wenn es zunächst ist ja noch nichts da. Kein Budget, nichts. Rein. Verstehst du? Das ist etwas, was man lebenlang versucht zu machen, wenn man Unternehmer ist, oder? Also wenn man das einmal in Musik erlebt hat, dann kann das in Erinnerung flammen. Also das bleibt dann eine emotionale Erinnerung. Und wenn man in einer Schwierigkeit steht und man weiß, es fehlt was, dann erinnert man sich, das ist ein Urbild. Wahrscheinlich habe ich nicht die Leute abgeholt. Deswegen geht nicht weiter. Verstehst du? Oder wir haben Angst, den nächsten Schritt zu machen. Ich habe mein Leben 200 Festivals in Krisengebieten der Welt gemacht. Niemals mit Budget. Immer mit Defizit. Und immer kamen dann Leute und haben das ausgeglichen, weil es war gut. Es war sinnvoll. Es hat die Sachen bewegt. Es hat zu dem Berliner Mauerfall geführt, weil ich habe so viele Ostdeutsche in Budapest und Prag gehabt. Verstehst du? Also, ja, so ist das. Und das ist die Rolle der Kunst in meiner Ansicht. Dafür kämpfe ich, dass die Kunst nicht was Schönes für Freitagabend, ein Ornament. So, aber jetzt, das ist nur ein Beispiel, wie Gefüge der Musik herausschält, sozusagen kristallisiert, urbildliche Dilemmas und Herausforderungen, und auch die Lösungen bringt. Aber die Lösungen müssen gehört werden. Man muss lernen, diese Lösungen zu hören. Und weil das in Musik geschieht, habe ich nicht Problem mit den Leuten, also mit Ego und das. Weil wenn man zu so fähigen Menschen kommt, wie die Führungskräfte in einem großen Konzern, stell mal vor, ein Geiger. Ja, was will er schon jetzt hier, nicht wahr? Ja, man muss sie herausziehen aus deren Sicherheit oder Unsicherheit in etwas, wo es völlig neu ist für sie. Und das ist eben diese musikalische Meisterwerke. Organisch, sinnvoll, wunderschön und voller Geheimnisse. Das finde ich wunderschön, wie du das sagst. Und das erinnert mich ein bisschen daran, dass ich ja im Grunde genommen selber sowas mache. Also, dass, wenn ich meine Arbeit so zum Beispiel, wenn ich einen Vortrag mache oder auch wenn ich ein Buch schreibe, ist genau das, was du da als Fuge da hinten aufgemalt hast. Erstens kann ich nichts schreiben, wenn es nicht etwas ist, was mich bewegt. Ich schreibe nicht für ein Publikum, sondern ich schreibe für mich, weil ich es verstehen will. So, das ist dein schwarzer Pfeil, der da ist. Ich muss wirklich das in mir spüren, dass hier mich etwas bedrängt und dass ich das unbedingt klären möchte. Und da habe ich dieses Verfahren gefunden, dass ich für mich es aufschreibe. So, und jetzt kommt der nächste Schritt, das sind deine zwei
Schmetterlingsflügel, die du da dran gemalt hast. Einer, ich versuche dann das so zu schreiben, dass es Menschen auch lesen können und unter Umständen berührt, für die ich es schreibe. Also ich schreibe es für mich, aber ich würde mich freuen, wenn andere das auch nutzen können. Es ist eine Art Einladung. Guck mal, ich sehe das so, vielleicht magst du das auch so sehen. Und das wirkt dann so, dass sehr viele Menschen sich dann darauf einlassen und sagen, naja gut, dann lese ich das mal und guck mal. Und dann kommen wir plötzlich dahin, dass dann jeder Einzelne für sich selbst eine Schlussfolgerung daraus ableitet, die ihn auf den Weg schickt. Und das sind deine roten Streifen, ne? Alle in dieselbe Richtung, aber jeder auf seine Weise. Und das ist schon grandios, finde ich, wie wir da aus so völlig verschiedenen Richtungen kommend, im Grunde genommen merken, wir machen das Gleiche. Und Das sage ich, ist die urbildliche Qualität der das, Meisterwerke. ja, Das nee, ist das sind genau wir, da, das. Schau mal, ja. ich kann das noch einmal ganz anders fassen. Ganz kurz, ist mir gerade jetzt eingefallen. Schau mal, viele Leute sehnen sich jetzt nach Normalität. Also da, ich will wieder Normalität, die vor der Krise war. Und es gibt viele, die sagen, nein, wir wollen den New Normal, also neue Realität, das heißt Transhumanismus oder so, also verstehst du? Ja? Und ich sage immer, Normalität ist etwas Furchtbares. Was ist ein normaler Mensch? Das ist eine Katastrophe, oder? Was ist denn schon normal? Das braucht jemand, ist stecken geblieben. Es geht dahin, es geht oberhalb der Normalität, es geht um Genialität. Das alles, was heute zählt in der Welt, ist Streben zu Genialen. Alles andere ist uninteressant, für mich also wenigstens als Künstler. Das heißt, wir haben Chance, jetzt den Weg in andere Richtung einzuschlagen, in Richtung Genialität, nicht neue, das ist das Schlimmste, was passieren kann, the New World Order. Ne? Aber die alte Normalität kann man auch nicht mehr bezwingen, zurückzwingen. Es geht um den Weg, ja, so. Das ist wieder so eine Möglichkeit, dass man es auf diesem Bild. Und immer muss folgen Wille am Ende. Es muss Entschluss oder Bild muss dann ins Willen gegossen werden. Sonst, ja, verflüchtigt das Zeug und ja, es hat nie gewirkt. Das ist das Schlimmste, das Schwierigste. Wie kommt man in den Willen hinein? Ja, und was dieses Bild da, so wie du es jetzt gemalt hast, deutlich macht, ist, dass wir aus der Normalität ableiten, was richtig ist. Und dann gibt es Leute, die diese Normalität verbessern wollen. Und damit machen sie sie noch schlimmer. Das heißt, in einer kognitiv verirrten Welt, die Musik schon ganz verloren hat, ist es natürlich naheliegend, dass da kognitive Irrläufer so weit gehen, dass sie sagen, jetzt müssen wir auch noch das Hirn des Menschen Computer verbinden und müssen so einen Transhumanismus erzeugen. Das ist nichts weiter als die Fortschreibung der Normalität ins Absurde. So, und ich sehe das ja auch. Ja. Verlängerung ist ein Verstand. Die Vernunft ist gar nicht mehr da. Es geht ja, ist eine Verstandesprojizierung in die Maschine Eine sozusagen. rationale, man gleicht dann förmlich sich selbst dem Denken eines Rechners an und der würde das auch so ausrechnen und dann landet man da zwangsläufig so. Und was ich auch noch beobachte, ist, dass es sehr viele Versuche gibt, das Normale sozusagen handhabbar zu machen durch Übungen und Trainings. Und da habe ich dann auch wieder im Zusammenhang mit deiner Musik, habe ich das Gefühl, dass ich muss es mal an einem Beispiel deutlich. Es gibt inzwischen Trainings für Empathie und es gibt Achtsamkeitstrainings und keine Ahnung, was man da alles heutzutage angeboten bekommt, was man alles trainieren soll. Wenn ich aber kein achtsamer Mensch bin, wenn ich nicht liebevoll mit mir selbst umgehe, dann nützt das beste Training nicht. Das kann man nicht trainieren. Das ist etwas, was bei dir auf dem Bild sozusagen nach oben hinaussteigt. Und das kann man nur, diesen Aufstieg nach oben kann man ja nur in sich selbst als Wunsch und als Sehnsucht spüren, wenn man etwas kennt, was auch nach oben aufsteigt und was einem so Freude macht. Und da bin ich wieder bei der Musik. Das ist dann,
Oder bei Kunst überhaupt. Es gibt auch Plastiken. Ich habe mich mal in eine Plastik von Rodin verliebt und weiß noch, wie ich mit einer Schulklasse da irgendwo in der Ermitage St. Petersburg war. Und da ist die Klasse schon längst weitergegangen mit dieser Führung. Und ich bin immer wieder zurückgegangen und wieder um diese Plastik. Die hieß L'éternel printemps, das heißt ewiger Frühling. Und kann ich bis heute noch, und es ist dieses Gefühl, es ist das, wo der Pfeil nach oben geht, wo ich gespürt habe, dass es in der Beziehung zwischen Menschen etwas gibt, was größer ist als das, was ich beschreiben kann. Großartig. Gerald, du hast mir so viele Themen jetzt zugeworfen, Nee, machen wir ja beide. Du wirst mir ja auch die Chance die geben. mich tief berühren, zum Beispiel Empathie. Du weißt, ich bin ja schon seit Jahrzehnten mit der Parzival, mit der Parzival-Frage, wie kann ein Mensch aus der Welt heraus formulieren, aus der Not heraus die Frage so formulieren, dass sie voller Hingabe und Empathie wird. Also die Frage dann alles Mögliche zurechtrückt in der Welt. Ja, also. Nur das, wenn ich nur das jetzt vertiefen würde wollen, aber jedenfalls, deine Beschreibung ist so wunderbar, dass über Rodin und über wie das auslöst, so eine innere Sehnsucht. Die Sehnsucht ist eigentlich etwas, was, oder Ahnung, ist etwas, was so heute so selten anzutreffen ist, dass man diese Sehnsucht hat. Weißt du, bei Goethe heißt es, zwei Seelen wohnen in meiner Brust und eine klammert sich an die Organe, also Grundbedürfnisse, und die andere sehnt sich nach den hohen Ahnen und so. Diese innere Stimmung, die man hat, und ich habe das Gefühl, dass es dieses Klammern an die Organe und an die Grundbedürfnisse dermaßen überwuchert in materialistischen Einstellung, dass es kaum noch Raum gibt für Sehnsucht, für Idealismus. Wo ist Idealismus geblieben, wenn ich zurückdenke oder so? Idealismus ist heute eine ganz rare so Gelegenheit, oder? Liege ich da falsch? Ja, das ist aber auch klar, wenn du in einer Welt nur bestehen kannst und die Anerkennung anderer findest, wenn du deren Vorstellungen teilst, und das ist durch die Digitalisierung und die Chatrooms und diese ganzen Austauschprozesse im Augenblick so schlimm wie noch nie zuvor. Du kannst keine andere Meinung mehr haben als jemand anders, dann kriegst du gleich einen Shitstorm. Also passen sich die Leute an und deshalb kommt dabei etwas heraus, was eine Gesellschaft überhaupt nicht gebrauchen kann, nämlich dass es keinen Eigensinn mehr gibt. Das ist das, was du Idealismus nennst, oder vorhin hast du das sogar noch als genial bezeichnet. Also das Besondere, was aus dem Normalen heraussticht, braucht jede Gesellschaft, auch die Verrückten, braucht jede Gesellschaft, damit sie genügend Material hat, mit dem sie sich auseinandersetzen hat, damit sie genügend Probleme hat, die sie auch dazu bringen, dass sie schrittweise sich öffnet und das Fremde integrieren kann. Das geht ja nicht, indem man das herunterbetet und indem man das in den Schulen unterrichtet. Das muss man erleben können. Und da bin ich so fasziniert davon, dass die Musik einen Bereich öffnet, in dem das erlebbar wird und wo dann eigentlich normalerweise jeder, der das erklären will, stumm bleiben muss, weil er dafür nicht die richtigen Worte findet. Und wenn dann einer meint, er müsse den Ju Kindern oder den Jugendlichen die Noten erklären und den Satzaufbau in diesem Stück, dann begeht er ein Verbrechen, weil er das kaputt macht, was diese Musik ihn eigentlich als Aufgabe hatte und wozu sie da ist. Da wird Das etwas. sind Verrückten genannt. Ne? Entschuldigung, ich komme rein, sonst vergesse ich das. Das muss ich unbedingt jetzt hier bekräftigen, denn unser Urahne, der Künstler, ist immer der Narr, der Hofnarr bei den Kaisers rechten Fuß. Ne? Er hat ja rechts den Narr und links den Astrologen. Und du weißt, die alle Minister lügen. Das ist ja noch immer so wie heute. Also der Kaiser hört sich da alle an und dann guckt er doch am Ende zum Narr. Und Narr sagt so oder so. Und dann handelt er. Das heißt, die Kunst als Richtschnur, wo man hinter die Fassade und hinter der Masken sozusagen, sehr aktuell mit Masken, ne? Also wo man hinter dem, was eigentlich äußerlich präsentiert wird, beim Sehen kann man schnell reingetrickst werden, aber beim Hören, da kann man viel besser dahinter hören. Was spielt sich richtig da an? Zum Wesen hin sozusagen. Beim Hören ist das schwieriger zu vertuschen, was ich Ja, wirklich das ist auch, manchmal ist es ja auch schön, wenn man das erklären kann. Das Hören, also die akustische Wahrnehmung für uns so eine Tiefe gewinnt, hängt damit zusammen, dass der Hörsinn eigentlich ein Tastsinn ist.
Ja, richtig. Und Tasten geht nur, indem ich dich berühre. Und in dem Fall sind es Schallwellen, die im Innenohr diese Berührung auslösen für Tastrezeptoren eigentlich, für Genau. ungebildete Tastrezeptoren. Und da kommt plötzlich das, was wir sozusagen hören und ertasten, das geht natürlich viel tiefer. Das kommt näher an uns heran als etwas, was wir sehen und zum Teil schon auf 200 Meter vorher erkennen können. Das heißt, das Sehen und diese Fokussierung auf die Optik unterstützt diese Tendenz dieser kognitiven Hypertrophie. Das sieht man so viel schon voraus, und dann traut man sich kaum noch zum Laufen. Währenddessen beim Tasten, da spürt man das Wesentliche. Man kann sich nicht von allem berühren lassen. Wunderschön. Das geht nicht. Also Multitasking ist sowieso nicht möglich, aber dass man sich gleichzeitig von vielen Dingen gleichzeitig berühren lässt, das geht überhaupt nicht, sondern entweder ist man offen für etwas, was einen berührt, und dann erwischt es einen aber auch manchmal. Manchmal erleben Menschen in so einer Berührung eine Art Sternstunde, Ja. wo die wieder mit sich selbst und mit ihren eigenen unterdrückten Anteilen, mit ihrer Lebendigkeit in Berührung kommen. Und das ist natürlich genau das, was man jetzt mal so dann noch auf den Punkt bringen muss. Was wir messen können mit unserem analytischen Verstand und mit wissenschaftlichen Methoden an der Qualität des Lebens, das ist die Dauer. So, deshalb richten sich alle unsere Bemühungen darauf, die Dauer des Lebens zu verlängern, als ob das eine Qualität wäre. Weil Genau. es kann ja sein, dass ein Leben endlos dauert und so normal und belanglos ist, wie es nur irgendwie schlimmer nicht geht. Mozart, so Und jung genau. gestorben, was hat er hinterlassen? Ja, Ja. und das, was aber wirklich entscheidend ist, das ist ja, wie lebendig man ist. Also die Lebendigkeit ist eigentlich das, was das Leben ausmacht. Und anstatt lange leben zu wollen, sollten wir lieber versuchen, so oft wie möglich lebendig zu sein. Und deshalb mag ich dich so sehr, weil du diese Lebendigkeit in dir trägst. Aber wenn ich jetzt einen Wissenschaftler fragen würde, wie misst man denn Lebendigkeit? Weiß er nicht. Keine Ahnung. Kann er nicht messen? Gibt's nicht. Gibt's nicht, würde er sagen. Das, was am Leben wichtig ist, ist das, was er messen kann. Das ist die Dauer. Also wird die Dauer des Lebens im Maßstab der Lebensführung und der Bemühungen gemacht. Am Ende kämpft man nur noch darum, dass die Leute möglichst lange leben. Aber dabei sind sie dann am Ende gar nicht mehr lebendig. Das nützt doch nichts. Klar, also du hast natürlich mit dem Tastsinn jetzt, mit dem Betasten etwas angesprochen, das ich gerne noch ein Stück weiterbringen würde. Zum Beispiel unser Freund Markus, der könnte da Geschichten erzählen. Ne? Er arbeitet als Therapeut und weiß es. Ich sehe ihn, er lächelt da drüben. Ja, natürlich. Aber ich meine jetzt auch Tasten im Tonentwicklung. Wie du sagtest, man betastet und jetzt sagtest du, man kann sich nicht auf viele Tasten auf einmal konzentrieren. Und dennoch, wenn ich das richtig verstanden habe, schau mal, in der Polyphonie, in mehrstimmigen klassischen Meisterwerken, da sind viele Stimmen. Man muss sich innerlich aufschwingen, in allen zugleich zu sein, damit das Gesamtbild entsteht. Das ist schwer. Man hört vielleicht bei einer Fuge eine Stimme, dann kommt die zweite dazu, die dritte, die vierte und so weiter, die fünfte. Und dann ist man raus. Kann man nicht mehr. Also man muss sich richtig trainieren, um im Allen zugleich zu leben. Und das ist eine Erweiterung. Das ist das eine Thema und der Grund, warum ich mit Meisterwerken arbeite, weil die Menschen dann in dieses Lebendige, in das Aktive eintauchen können. Von sich selbst erzeugt, nicht von außen verlangt oder aufgesetzt, sondern von sich selbst. Man muss selber wollen, sie wach zu erhalten in der Entwicklung des Meisterwerks. Das andere ist ein Begriff für den ich sogar kein Englisch finde. Ich habe immer Probleme, wenn ich darüber rede. Nämlich, ich würde sagen, der allerwesentlichste der klassischen Musik, der großen Musik, ist der Weg zur Verinnerlichung. Verinnerlichung. Ja, auf Englisch Inwardness, das ist es nicht. Also, Verinnerlichung ist geniale deutsche Sprache. Ich bin ja kein Deutscher und wir Nicht-Deutscher, wir würdigen so sehr gerade die Genialität der Sprache, die Genauigkeit der Sprache, auch für Wissenschaft. Ich glaube, Deutsche ist viel präziser als die Englisch für Wissenschaft. Gut, für die Begriffbildung und genaue Beobachtung und Beschreibung. Aber hier bei der Verinnerlichung, da geht es um einen inneren Vorgang, in dem man das, was man äußerlich erlebt hat und so passiv quasi nach innen dann
verinnerlicht und dann das lebendig wird in einem, wird zu, man dadurch wird ein anderer Mensch. Man ergibt sich zu seinem höchsten Potenzial sozusagen. Und dieser Weg zur Verinnerlichung ist zum Beispiel der Weg der Parzival. Deswegen, ich wollte anknüpfen, du hast gesagt, die Frage, oder ich habe gesagt, Frage mit Empathie. Ja, man kann nicht Leuten sagen, hey, du sollst empathisch sein. Das geht nicht. Ja, das, man muss nämlich die Möglichkeiten schaffen, dass ein Mensch selber innere Sehnsucht und inneren Bedürfnis entwickelt, das zu entwickeln in sich, eine empathische Stimmung gegenüber den Mitmenschen, nicht wahr? Das kann man nicht bestellen und das ist gerade ein Problem in Führungskreisen, weil man möchte, dass die Leute so sind, aber man kann sie da nicht umpolen von außen. Es muss verinnerlicht werden, aber wie wird etwas verinnerlicht, wenn man das nicht weiß, was das ist? Nicht wahr? Also man muss zuerst an irgendeinem Stoff das erüben. Und deswegen Kunst. In der Kunst wird das verinnerlicht. Du hast deinen Rodin da total verinnerlicht versucht als junger Mensch. Das hat dich immer wie hingezogen. Es war nicht, was du siehst. Das war ja nur der Einstieg. Aber du hast ja diese ganze Formen und die Dramatik der Formen und so weiter. Also alles hast du verinnerlicht. Du hast gemerkt, das ist nicht nur draußen, das ist in dir. Und es ist essentiell für dich, dass du das packen kannst irgendwie. Na, wenn ich das so sage. Jetzt, die Verinnerlichung ist so schwer, weil man ist heute so veräußerlicht als moderner Mensch. Ist alles im Äußeren. Und diese Verinnerlichung, deswegen ist es wie ein Kampf. Ich glaube, dort tobt ein Krieg für menschliche Innerlichkeit. Da ist der echte Krieg heute, nicht die äußerliche Kriege. Die sind weniger interessant, als was es heißt, wenn die Menschen wirklich in Transhumanismus enden. Und dann ist es wirklich problematisch. Also wie kann man erstellen Environment, also eine geistige, seelische Umgebung, in der man Verinnerlichung entdeckt? Okay, und da sind wir jetzt wieder beim Anfang und dem Ausgangspunkt unseres Gespräches. Durch Trennung geht es nicht. Durch Analyse geht es nicht. Auch durch die besten analytischen und kognitiven Lehr- und Lernmethoden geht es nicht. Sondern diese Verinnerlichung kannst du nur dann erleben, wenn du dich mit dem, was du tust, verbindest. So, und das heißt, in dem Augenblick, wo wir immer stärker lernen, uns von dem, was wir tun, zu trennen, indem wir es analysieren und betrachten und drüber reden und es in Teile zerlegen und so etwas, das haben wir jetzt also ja lange genug gemacht, erleben wir, dass wir dann zwar immer besser werden beim Zerlegen und beim Diskutieren und beim Ideen entwickeln oder was auch immer, aber wir werden immer schlechter in unserer Lebendigkeit und wir werden immer unfähiger, uns tatsächlich mit dem, was wir tun, wirklich zu verbinden. Und in dem Augenblick, wo ich nicht mit dem, was ich tue, wirklich tiefst verbunden bin, arbeite ich als ein Getrennter. Und dann benutze ich das, was ich da habe, wie ein Objekt. Erst dann, wenn ich mich mit dem verbinde, verschmilzt das mit mir und ich habe es verinnerlicht. Das ist noch ein anderer Begriff als integriert. Also das Integrieren kann ich sonst was, auch großen Mist, aber verinnerlichen kann ich, so ist das in der deutschen Sprache offenbar ja nur das Gute. Also ja. Das, was mich zu dem Höheren führt, wie du das vorhin genannt hast. Und das ist natürlich etwas, was in unserer heutigen analytischen, kognitiv-hypertrophen Zeit den Menschen zunehmend abhanden kommt. Auch die Begrifflichkeiten sind nicht mehr da. Verinnerlichen hat auch viel mit Hingabe zu tun, hat was mit Demut zu tun. Das sind ja alles Begriffe, mit denen man heutzutage kaum noch was anfangen kann. Aber jetzt kommt mein Optimismus als Biologe. Wir werden als lebendes System Menschheit auf diesem Planeten nicht überleben können, wenn wir so weitermachen wie bisher, ohne diese Verbundenheit mit dem, was uns eigentlich nährt. Und das, was uns nährt, ist zunächst erstmal, also das sind ja eigentlich, also für einen Biologen, das, was uns wirklich nährt, woher wir unsere Energie bekommen, das sind die Pflanzen. Wie? Die Pflanzen. Ja. Wir müssen, also jetzt rein diese Energie, also in Form von Kohlenhydraten, Glucose, das machen die Pflanzen über Photosynthese. Und erfunden haben das auch nicht die Pflanzen, sondern die Cyanobakterien vor sonst wie vielen Millionen Jahren. Wir müssten doch alle
Und dann leben die Tiere von den Pflanzen, machen damit andere Energie und dann essen wir das in Form von Eiweiß, Fett und Kohlenhydraten. Und daraus machen wir uns sozusagen, baut unser Körper alles, was er braucht. Wir müssten doch eigentlich vor den Pflanzen, die das alles ermöglichen, zitternd auf den Knien liegen, vor Demut und müssten den ganzen Tag nur froh sein, dass die Pflanzen es möglich gemacht haben, dass sich das Leben auf diesem Planeten und damit auch wir selbst herausbilden konnte. Und wenn man das so rum erleben könnte, dann wäre man tatsächlich mit dem Lebendigen verbunden. So, und die Musik ist, glaube ich, etwas, was uns mit unserem tiefsten, nicht mit den Pflanzen, aber mit unseren tiefsten menschlichen Empfindungen verbindet, also mit unserem Menschsein. Und beides geht nicht, wenn ich mich abtrenne. Wenn ich die Pflanzen als etwas anderes betrachte als mich, kann ich mich mit denen nicht verbinden. Ich kann drüber reden, aber ich erlebe es nicht, ne? Als inneres Erlebnis. Und wenn ich mein tiefstes menschliches Empfinden abtrenne, kann ich auch keine Musik erleben. So ist es. Gell, du siehst ja, du redest wunderschöne Sachen und ich bin down wie auf Feuer, weil ich würde gerne an so vielen Sachen sofort erstens Hurra sagen und schreien, ja, so ist es. Und dann sofort, bei mir kommt dieses Bild und so. Entschuldigung, aber wenn du sagst nur zum Beispiel diese Erleben, dass man etwas mit etwas sich verbindet, ich würde das als Identifizierung auch untermalen sozusagen, dass man sich total mit dem, was man tut, identifiziert, weil dieses Begriff führt zu Identität. Ja, man ist ganz nah an der Identität, wenn man sich identifiziert mit etwas. Und schau mal, ich erzähle oft auch in meinen Seminaren oder so, ja, die Musiker, wenn sie selber als Persönlichkeiten, ja, kann man sagen, gefährliche Kaste, aber wenn sie einmal Meisterwerk spielen, dann werden sie sofort gezogen in eine völlig andere Welt. Und das Egoistische und so, das spielt keine Rolle. Dann ist man identifiziert mit etwas Organischen, so wie die Pflanzenwelt. Ich habe ja oft gezeigt, wie man aus seinem Meisterwerk heraushört, das sind die Wurzeln, das sind die Blätter, die Stängel, jetzt kommen die Blüten und dann kommen die Früchte und dann kommen die Samen. Ich verfolge diese organischen Prozesse in Musik, denn die sind da. Es kann ja nicht anders sein. Wenn das ein wirklich Meisterwerk ist, dann das bedeutet, dass das, was im Menschen als organisch schon veranlagt ist, denn wir sind ja Natur, wir sind ja Natur. Das heißt, die Natur kann sich selbst übersteigern, wenn sie im Kunst dann sich weiterentwickelt, oder? Das ist eine ununterbrochene Linie. Ja, aber das ist alles total richtig. Es muss auch so sein, sonst wäre das ja nicht, es ist ja ein Merkmal des Lebendigen, was wir hier vor uns sehen. Was mir nochmal wichtig ist, ist diese Frage mit der Identifiziererei. Ja, Also, ja, ja. da müssen wir sehr gut aufpassen, weil Verbundenheit heißt, dass ich mit dem Herzen, mit etwas verbunden ist, bin, was größer ist als ich und was mir auch sozusagen hilft, mich im Leben als eingebettet zu erfahren. Also Identifikation ist eine kognitive, das kann auch Identifikation heißen, ne? Ja. Aber in der Identifikation steckt sehr viel Kognitives drin. Ich Aha. identifiziere mich mit meinen eigenen Ideen. Und dann ist diese Identität, die daraus erwächst, die eines Ideologen. Und da müssen wir aufpassen, dass wir da bei dem Begriff der Identität Okay. nicht so locker zulassen, dass jeder, der sich mit seinen verrückten Ideen verbindet, also der seine eigenen blöden Vorstellungen sozusagen wie die reale Welt verwechselt und sich damit identifiziert und dann Gut, noch gut, dass von du das. anderen fordert, dass die das auch noch machen, weil das Teil ihrer Identität ist. Das ist Alles das. klar. Das war bei mir wirklich nicht gemeint. Ich wollte nur sagen, wenn man, indem man sich als Musiker an einem Meisterwerk heranmacht, dann wird nur wirksam, wenn man sich voll damit identifiziert bei Ja, dem Spiel. Das meinte ich ja, damit. und deshalb bin ich auch drauf gekommen, weil in dem Augenblick, wo es so ein Meisterwerk ist, ist es ja was Größeres, mit dem man sich identifiziert, da kann das nicht passieren. Aber Genau. diese kleine, bescheidene, sozusagen Vorstellung, mit der ich rumrenne, die ich mir ins Hirn gebaut habe, wenn ich mich damit identifiziere, dann sieht es schon übel aus.
Ja, natürlich. Das ist bei allen diesen Sachen, die als Möglichkeit auf das Höchste zielen, gibt es immer Schattenwürfe und Gefahren. Ja, das ist so. Kann man nichts machen. Ja. Ja, aber auch deshalb, weil wir ja als Menschen auch immer wieder gezwungen sind, Teile aus dem Größeren herauszunehmen, wie wir vorhin gesagt haben, damit wir sie angucken können, damit wir sie handhaben können. Und wenn wir dann der Versuchung erliegen, diese Teile für das Ganze zu halten, dann ist natürlich verloren. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder darum bemühen, das Ganze zusammenzufügen. Und dafür brauchen wir die Kunst und dafür brauchen wir die Musik. Super. Ja, hast du sehr gut auf den Punkt Ja, gebracht. das sollte der Schlusssatz sein. Ja, ist auch ein guter Schlusssatz. Ich habe gedacht, wir werden vielleicht noch eintauchen in einen Prozess, in den gesamten Musikprozess, aber vielleicht müssen wir das für nächstes Mal ersparen. Wir machen mal Folgendes. Es wäre schön, wenn du uns zum Schluss noch einen kleinen Abschied spielst. Und dann würden wir das ja auf den YouTube-Kanälen erstmal ausstellen. Und wenn wir da merken, dass das Menschen gefällt, dann machen wir so weiter. Ich finde das Ja. unglaublich faszinierend, was ich mit dir hier mache. Das ist ein Austausch, der völlig anders ist als dieses über ein Thema reden und sich austauschen. Wir versuchen ja irgendwie mit dem Gefühl an das heranzukommen, was das Wesentliche ist. Und Ja. das finde ich sehr, sehr schön und deshalb, ich bin ganz glücklich damit und würde mich riesig freuen, wenn wir da so eine Art kleine Reihe daraus machen können, wo wir jetzt heute einen schönen Anfang gemacht haben und jetzt gucken wir mal, ob sich da jemand dafür interessiert und dann machen wir die nächste Fortsetzung und Ja, so können wir schön. dann weitermachen. Ja, Gerald, ich muss wirklich sagen, ich bin tief erfüllt von dieser Möglichkeit, mit dir auszutauschen, so auf dieser Ebene. Das Das ist, geht mir genauso. ja, ich bin richtig dankbar, weil man spürt, man ist nicht allein, wenn man merkt, jemand, der von anderer Warte sozusagen kommt und jetzt plötzlich uns möglich wird, richtig miteinander zu resonieren in sehr vielen Bereichen. Das ist die Zukunft. Wirklich ist das die Zukunft, weil im Moment ist gerade der Gegenteil in Aufmarsch überall. Krieg alle gegen alle sozusagen. Also gut, dann werde ich jetzt deinen Vorschlag schnell entgegennehmen und ich spiele ein kurzes Stück. Allerdings gebe ich an eine kleine Anweisung, denn dieses Stück gerade wirkt im Bereich, den wir eigentlich immer wieder bewegen. Wie kann Hirn und Herz irgendwo zusammenkommen? Wie können sie sich gegenseitig stützen? Weil ist doch klar, also Denken, pur Denken muss Korrektur erfahren. Und die Korrektur ist immer im Herzbereich. Und wie können diese zwei zusammenkommen? Und ich werde ein ganz kleines wieder so Stück von Bach nehmen. Und schau mal, was man hört, schau mal mit den Ohren. Einerseits hat man das. Ja, also den Schlag. Und dieser Schlag ist ganz genau gerichtet auf was oberhalb passiert, nämlich eine Entwicklung, eine Melodie. Melodie ist ja immer so wie ein Gedanke, der sich entwickelt. Also hat man Melodie. Der wandelt sich in eine Frage, nicht wahr? So, und dann geht es weiter. Jetzt kommt dazu das Herzschlag, nicht wahr? Hörst du? Jetzt, pass auf. Jetzt, dieses Stück hat zwei Teile, den ersten und zweiten. Jetzt möge man beim Hören das so verinnerlichen, dass man merkt, im ersten Teil ist es quasi logisch. Man kann sagen, oh ja, es macht Sinn. Das ist so wie Frühleben in Biografie. Ja, wir sind alle Teenagers, wir gehen alle zu mehr oder weniger ähnliche Erlebnisse im Leben und Irrfahrten und Suche und Finden. Und so. Aber in zweiter Hälfte des Lebens ist ein großer Unterschied. Und so ist es auch in diesem Stück. Wenn zweite anfängt, es fängt mit Quinte.
Da wird die Frage jetzt anders gestellt. Das heißt, in zweiter Hälfte der menschlichen Biografie, wenn man kreativ, wenn man schöpferische Biografie hat, da wird alles auf den Kopf gestellt und Überraschungen und so. Und der Rest ist Pensionisten. Also man sehnt sich nur Pension zu haben und dann irgendwo warten, dass man stirbt. Also schau mal, so ist Spiel diesem Werk und man sollte nur diese zwei Gedanken verfolgen, gefühlsmäßig. Also sagen wir, Heartstorming, nicht Brainstorming, Heartstorming. Übrigens, ich schlage über in Unternehmer, dass man nicht nur Headquarters hat, sondern auch Hardquarters. Und dann ist das eine andere Komposition der Organisation. Aber jetzt spiele ich das einfach durch und versuche du und Markus und alle, die das sich anhören, jetzt mal wirklich hineinöffnen in diese Melodie, die sucht den Weg durch den Labyrinth des Lebens und wie das Herz korrigiert. Okay, und dann hören wir ja auch auf und deshalb danke ich jetzt schon mal und verabschiede mich, weil dann können wir sozusagen mit der Musik unseren spannenden und interessanten Austausch ausklingen lassen, wie man das so sagt. Vielen Dank. Danke. Ja, für deine gute Frage und das Zuhören.